So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, wir suchen noch immer Prompto. Eigentlich haben wir ihn schon gefunden. Und zwar, wenn wir da einfach durchgehen. Einfach durchpressen, komm Noctis. So. Riesenscheiß wie ich. Und weg mit euch! Tschüss! Da hinten liegt er. Oder er sitzt, besser gesagt. Natürlich, da können wir nicht drüber springen. Das heißt, wir müssen noch etwas anderes finden, also einen anderen Weg. Lebst du? Nein. Gut. Oh ja, ich muss da durch. Irgendwo durchpressen? Ja, tatsächlich. So, Prompto, wie geht's da, ha? Mal schauen, ob meine anderen Kameraden dann auch kommen wieder. Servus, helfen, okay? Schauen wir mal. Liegen dort eh nix am Boden, an Items, passt. Na dann, interagieren wir. Nochmal von vorne! Ja, anscheinend. Nur eine Täuschung. So. Irgendwas gibt's hier anscheinend. Und zwar hier. So. Auf Stufe 3 aktualisiert. Zugangsberechtigung auf Stufe 3 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 3. Dachtest du, dein lieber Freund wäre tot? Nun, wenn du weiter so trödelst, dann ist er das vielleicht bald. War das nicht eine gute Falle? Meine Güte, mach einfach die scheiß Tür auf. Da gibt's eigentlich nichts, außer halt Items. Noct, was meinst du? Vielleicht war das am Ende doch dein Freund. Habe ich ihn? Scheint so. Okay, passt. Der Typ wollte noch fliehen. Nehme ich einmal an. Okay, sonst gibt's nix. Passt. Dann können wir weitergehen zum Rufzeichen. Zum Adir, Alter. Komm her da jetzt. Gib mir meine Waffen zurück und verpiss dich aus meinem Leben, würde ich mal sagen, ne? Ich glaube, ich sollte jetzt langsam aber sicher die Punkte raushauen. Meine Fertigkeitspunkte. Find auch cool, dass Noctis den Ring auf dem Mittelfinger trägt. So, fick dich, so in der Art. Mach die Tür auf. So, da können wir wieder schlafen. Das bringt mir aber allerdings nichts. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig gehe. Ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen. Nämlich hinten war irgendwo eine Tür, die ja zu war, wo wir Sicherheitsstufe 3 benötigt haben. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist, so wie ich das in Gedanken umsetze. Mein armer Noct, bitte nicht weinen vor Angst. Na, na, ich weine eh nicht. Um Gottes Willen. So. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, ja, ja. Es wird weniger. Und ich glaube, es ist auf der gleichen Ebene. Das heißt, da vorne irgendwo links. Genau. Ja, 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 ja. Lass mich in Ruhe. Lies mir trotzdem Schaden macht. Das ist lustig.
Genau, da drin war das. Bei den großen Türen. Und da war das für die Sicherheitsstufe 3. Geh auf. Wie viele Dinger fehlen uns noch? Nur noch ein einziges. Nur noch eine Königswaffe fehlt uns. Die bekommen wir natürlich auch noch. So. Muss ich irgendwo drücken? Scheint nicht so. Nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Ja, nur noch wenige Meter, dann... Bald hast du ihn zurück. Such den Zentrallift. Der direkt von mir ist. Dort wartet etwas Kostbares auf dich. Ja, ja, halt die Schnauze. Danke, dass du es sagst. Was? Keine Reaktion. Entweder verriegelt oder kein Strom. Okay, Zentrallift ist außer Betrieb. Wieder raus hier. Und da nach hinten. Nur noch einige Meter, dann trete ich dir in den Arsch. So, dann aktivieren wir mal, ja? Ist das aus mit mir? So, deine ID-Karte funktioniert hier nicht. Anscheinend brauchst du eine andere Schlüsselkarte. Ich muss ihn irgendwie aktivieren. Genau, und jetzt müssen wir da nach links. So, um den Lift zu aktivieren, musst du die Zentralkarte finden. Zentralliftkarte. So, da gebe ich euch einen Rat. Legt euch nicht mit den Typen da an. Ich würde an eurer Stelle einfach nur da durch. Da nach hinten. Oder auch nicht da nach hinten. Scheiße. Oh ja, da nach hinten. Ja, 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 ja. Macht Gott sei Dank eh fast keinen Schaden da gegen mich. Natürlich! Einfach da durch und dann nach rechts. Ob es da drinnen irgendwo was gibt, weiß ich nicht. Ich habe mich persönlich da nie umgeschaut. Ich bin eigentlich nur zum Rufzeichen gelaufen. Und fertig aus, habe ich mir gedacht. Damit wir halt so schnell wie möglich diese Karte da kriegen. Damit wir unsere Freunde halt wieder sehen. Den können wir ja mitnehmen. Gut, das war nicht so geplant, aber wurscht. Hin ist hin. Scheiß großes Mistviech. So, da oben ist sie. Irgendwo. Ich halte die Augen offen. Da schaut's ja gut aus. Ja, da liegt sie ja schon. So, jetzt aber. Ist jetzt auch nicht so schwer gewesen. Gott sei Dank. Einfach wieder zurück. So, da müssen wir, können wir da eigentlich auch raufgehen? Da oben war ich zum Beispiel noch nie. Da liegt sogar was. Darüber springen können wir leider ja nicht. Das heißt, wir müssen einfach wieder den ganzen Weg zurückgehen. Und bei den großen Scheißviech da vorbei. Lauft einfach durch. Das ist mein Rat.
Einfach durch. Ja, lasst euch eh in Ruhe. Sollte eigentlich nicht hinterherlaufen. Schaut gut aus. So, aber jetzt. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Dass wir da jetzt wieder Strom kriegen. Ja, Stromversorgung bitte wiederherstellen. Danke. Kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Gut gemacht, Majestät. Danke. Etwas Abwechslung. Was soll das? Wie soll es noch anders sein? Natürlich, so knapp vom Ende, ha? Eh klar. Aber passt schon. Wir sind für alles gewappnet. Schwert des Vaters. Ja, das ist eigentlich ziemlich geil. So, wir haben alle Königswaffen. Das ist doch ziemlich leiwand, oder? So, schauen wir mal uns trotzdem nochmal da um. Ob es da noch irgendwas gibt. Wer es lesen will, der möge auf Pause drücken. Das passt schon. Dann gehen wir weiter. Erledigen wir das gemeinsam, Vater. So, genau, die eine Königswaffe können wir jetzt da einsetzen. Würde ich euch aber auch nicht wirklich empfehlen. Nämlich sie frisst ja eure Lebensenergie. Deswegen habe ich die ja nie im Let's Play eingesetzt. Das wird reichen. Verwendet weiterhin den Ring. Einfach durch da. Ja, lach nur. Lach nur. Bin schon unterwegs zu dir. Wieso? Achso, wegen einem Kampf jetzt. So, jetzt aber, oder? Na, sind noch mehr. Die Clans haben wir viel, viel lieber. So, aufheben. Super Elixier. Düt. Ahnst du, was als nächstes kommt? Ja, deine Mutter in Strapsen. Scheißgeburt. Psst, hast du das gehört? Da ist irgendwas. Was ist das für... Wo kommt er her? So, jetzt müssen wir wieder Gas geben. Also, immerhin habe ich dich gewarnt.
Passt schon. Danke. Es wird immer schlimmer. Ich muss etwas tun. So, das Giftgas verringert Noctis LP. Behalte seine Gesundheit im Auge und suche einen Weg, um das Gas abzulassen. Natürlich. Das Gas interessiert mich aber nicht wirklich. Wozu habe ich so lange gelevelt? Wozu habe ich so viele Lebenspunkte bekommen? Das stört mich nicht wirklich. Komm, 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 gib Gas. Bleib nicht immer stehen. Jo, ich weiß eh, dass du Schaden kriegst. So, da haben wir noch einen Loot-Gegenstand. Danke. Können wir da hinten irgendwas bedienen? Interagieren, ja. Was heißt, das war knapp? Uns geht's ja Gott sei Dank noch gut, oder? So, nimm einen Heiltrank. Achso, ich kann gar nicht. Wieso kann ich keinen Heiltrank nehmen? Okay. Dann halt nicht. Ach, wie langweilig. Ich unterhalte mich. Wie soll ich dich unterhalten? Schaut's wie dünn. Also ich finde, das schaut geil aus. So, wie kommen wir denn jetzt da rüber? Müssen wir da jetzt... links gehen? Ich habe keine Ahnung mehr. Nein, aber da gibt es wenigstens ein Item. So, jetzt da nach links. Rechts geht es nicht mehr weiter, aber ich schaue trotzdem nochmal. Ja, deswegen. Final Elixier mal 1 erhalten. So, dass man da nicht sprinten kann. Ah. Und zack. Das stört mich nicht. Und zack. Passt. So, nach links. Rechts. Links. Und ich glaube jetzt wieder nach rechts, oder? Könnte schon möglich sein. Da möchte ich nicht eine. Oi, 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 oi. Ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da durch. Ah. Aha, okay. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Das heißt, ich bin anscheinend komplett falsch gegangen. Ei. Dass ich das nicht nehme. Achso, ich muss ein Elixier nehmen. Bitteschön. Wie komme ich denn jetzt dahin? Sein Labyrinth hier, das ist unglaublich. Da den richtigen Weg zu finden, ist schon ein bisschen arg. So. Jetzt da müssen wir nach links. Irgendwo bin ich dann falsch abbogen. Ich glaube, jetzt müssen wir nach rechts. Da jetzt, da. Das sollte jetzt da passen, das sollte jetzt hinhauen. Tut mir leid, wenn ich da jetzt so viel Zeit verplempe, aber ja. Kann man nichts tun. So, das da vorne ist ein geschlossener Raum. Das heißt, da schauen wir auch nochmal kurz rein. Einfach immer weiter. Sage ihm alles aus. Wie er mich jedes Mal erwischt.
Die anderen haben wenigstens daneben geschlagen. Sonst nix, okay. Ah. Und düt, komm. Mach die Tür auf. Sesam, öffne dich. Natürlich. Okay. Bewegt hat er sie. Na natürlich, jetzt kommt er doch von hinten. Ah bitte, lass mich mal kurz da aufstehen. Sag ihn alles aus, Noctis. Sehr gut. Ja, der bewegt sich auch noch. Ich kann ihn aber nicht anvisieren. Ein Chromstück, okay. Da springen wir drüber. Ah, jetzt haben wir richtig. Sehr gut. Komm. Einfach drauf. Der eine weg. Na, nicht auf den jetzt. Weg mit ihm. Komm. Ah, bitte. Geht ja. So. Okay, da brauchen wir schon 4. Sicherheitsstufe 4. Ah, da hinten ist es. Okay. Da können wir einkaufen. Kaufen bitte. Heiltränke 50, Supertränke 100, Elixiere 400 und Superelixiere 800. Okay, von dem habe ich eigentlich genug. Phoenixfedern habe ich auch genug. Nein, danke. So. Zugangsberechtigung auf Stufe 4 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 4. Danke, dass du mir das sagst, liebe Computerstimme. Komm her, lauf auf mich zu. Und tschüss. Weg mit ihm! Verwend deine Macht! Achso, die jetzt tun sie selber sich in die Luft jagen, das passt mir auch. So, was ist jetzt mit den Typen da hinten? Ah, jetzt habe ich wieder keine MP, aber der tut sich auch in die Luft jagen, das gefällt mir. Komm! Na, heute noch explodieren, danke. Ja, ist auch nicht so schlimm. Füll deine Stase wieder auf, da drinnen ist noch einer. Na, der tut sich nicht in die Luft jagen, leider Gottes. Na, das bringt sich nichts. Einmal im Modus drinnen kommt man nicht mehr so schnell raus. Das heißt, den Schmerz, den muss er jetzt da einstecken. Schaut, wie dünn der ist. Ein Strich in der Landschaft. Komm, bitte. Füll deine MP wieder auf. Weg mit dir jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Alter! Weg mit dir jetzt! Das kann ja nicht wahr sein! So! Unglaublich! Chuck Norris, höchstpersönlich in meinem Let's Play. Schon wieder einmal. Schon oft passiert. Irgendein Gegner, der einfach nicht sterben will.
Dankeschön. Ohne deine Freunde bist du enttäuschend schwach. Na, die Clan interessieren mich nicht. Komm, steh auf. Bestohlen worden, Heiltrank. Da hat man einen Heiltrank geflattert, oder was? Schauen wir mal ganz kurz darunter. Und dann mach. Ob du deine Freunde je wiedersiehst. Und dann machen wir Part Ende. Ja, ich werde auf jeden Fall meine Freunde wiedersehen. Du kleiner Mausibär, du. Warte nur, bis ich bei dir bin. So, da drin können wir wieder pennen. Okay, das ist mir zu lang. Das ist mir zu lang. Vielleicht muss ich dann noch später aufgehen. Das heißt, wir folgen jetzt einmal den Rufzeichen, würde ich mal sagen. Und da durch die Tür. Keine Gegner? Respekt. Mach die Tür auf. Vorsichtig, jeder Moment könnte dein letzter sein. Ja, deiner auch. Na dann, komm, fahren wir mal wieder rauf. Nein! So, halte durch, bis der Lift ankommt. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie was bringen würde. Ich probier's halt einmal. Was ist das für ein Viech? Gar nicht gut. Verfehlt! Verfehlt! Kann ja nicht euer Ernst sein. Aufpassen, aufpassen. Nicht erwischen lassen. Ich muss meine MP wieder auffüllen lassen. Okay, es wird Zeit, glaube ich, für einen Heiltrank. Danke, Noctis. So, probieren wir es halt. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie was bringt. Wir flüchten einfach. Tschüss, Papa. Hau da gleich noch ein Elixier rein. Und da geht's weiter. Allerdings erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.